Ja, dann, wir müssen ja eh noch auf meinen warten. Die Zeit hat sich ja zurückgedreht. Wenn ich jetzt nochmal koche und die Zeit dreht sich wieder zurück, dann gehe ich schlafen. Das glaubst du aber. Ja, nee, Sonova, geh doch mal jetzt nicht da irgendwo hin. Wir können mal die Törtchen, wir haben ja gesagt, wir wollen was Süßes machen. Vielleicht kochen wir jetzt einfach mal das Törtchen da. Und dann müssen wir uns echt mal überlegen, was wir da zu diesem Kochwettbewerb kochen. Kochkünstler war das hier. Zitronenbaiser. Baiser ist so geil. Zitronenbaiser-Törtchen. Sah zwar aus wie eine Riesentorte, aber gut, schauen wir mal. Kriegen wir hin. Backen mag ich ja überhaupt nicht. Es schmiert irgendwie alles immer so. Ist alles immer so voll geschmiert überall. Heizen Sie den Ofen auf 350 Grad vor. Eigelbe in eine Schüssel geben. Erhitzen Sie das Wasser in einem Topf. Zerkleinern Sie die Zitrone. Ist schon wieder so viel zu tun. Und die Zeit läuft wieder. 350 Grad. Was haben wir gesagt? Wasser erhitzen. Was? Zerkleinern Sie die Zitrone. Komm, komplett mit Schale. Das ist hoffentlich eine Bio-Zitrone. Eigelbe hier rein. Einmal rühren. So. Gut. Zitrone in eine Schüssel. Ah, das kocht jetzt erstmal. Das ist da fertig. Soll das ja schon mal Teigmantel? Genau, den können wir schon mal backen. Vorsicht, nicht wieder irgendwas anbrennen. Fügen Sie Salz. Ah, jetzt müssen wir alles hinzufügen hier. Ich weiß nicht, was da alles rein muss jetzt gerade. Ich habe ja keine Zeit zu lesen. Das kommt da raus, bevor das anbrennt. Wasser aufkochen. Ja, wir sind gut. Da passt alles noch. 30 Sekunden, naja, schauen wir mal. Was muss jetzt hier rein? Füllung in eine Schüssel geben. Geschlagene Eigelb auch in die Schüssel. Vermengen. Das kommt bestimmt alles nochmal in den Ofen, ey. Und jetzt die Füllungsbasis in den Topf und hallo, ach nee, andersrum so. Und Zitronensaft dazu. Ach nee, noch nicht. Der kommt in den Topf. Zitronensaft und die Eiweiße kommen da jetzt rein für den Baiser. So. Vanilleextrakt und Zucker und Weinstein. Hört sich an wie Urinstein. So. Ach, das muss noch schnell gerührt werden. Steif schlagen. Teigmantel jetzt da rein und Baisermasse und die Füllung natürlich auch. Und nochmal einmal dingsen. Muss ich das jetzt nochmal echt in den Ofen? Das war klar und wir sind voll überwiesen, haben schon wieder eine 6 von der Zeit. Wie soll man das denn in der Zeit schaffen, sag mal? So. Ja, schrecklich wieder, aber trotzdem sind wir immer noch auf großartig. Das ist doch schön. Servieren. Es ist schon wieder 6. Scheiße, Leute. Voll der Bug, ey. Egal. Esse ich jetzt auch nochmal und dann gehe ich pennen. Das hat ja hier alles keinen Sinn. Ich kann auch einfach mal zu Susan dann mal rüber nochmal gucken. Können wir eigentlich mal machen. Können wir mal gucken, ob der noch drüben ist und sagt, hallo. Ich will hier nicht dauernd. Und er isst auch wieder. Er isst immer mit. Oh ja. Mampf, Mampf, Mampf. Käse, Süßes, alles wird gemampft hier. Und täglich grüßt das Essenstier. So. Ich lasse es jetzt mal stehen. Ich habe jetzt keine Lust. Kommen Sie nur, wenn wir gehen. Wir gucken jetzt mal zu Susan. Vielleicht räumt es ja der Sohn ab. Nee, natürlich. Was? Ach nee, er setzt sich nur hin. Ich dachte schon, jetzt geht's los. Jetzt räumt er ab oder so. Was ganz Neues. Wenn wir wiederkommen, können wir sogar mal in den Garten gucken dann. Und nochmal durchlatschen. Gucken wir mal zu Susan jetzt, was da so losläuft hier. Wer weiß, vielleicht betrügt er mich sogar schon mit ihr. Was? Keiner ist zu Hause oder wach, also bringt es ihnen nichts zu klopfen. Warten sie entweder, bis die Leute wach oder im Haus sind oder schleichen sie. Aber ich kann mich auch nicht reinschleichen. Also irgendwas stimmt jetzt hier gerade nicht, ey. Es sind immer noch Familienmitglieder im Haus. Ja, will das Spiel mich ein bisschen trollen von wegen. Nein, du schaust nicht, was dein Mann mit Susan macht. Wir könnten auch ein bisschen mit Mike schlafen oder so. Nein, wir gehen jetzt nochmal in den Garten, dann gehen wir einfach pennen. Das hat ja hier gerade keinen Sinn. Oder ich muss immer noch warten, trotzdem, bis mein Mann kommt. Ach, vielleicht sollte ich doch mit jemandem schlafen. Weil, ne, da steht doch jetzt hier. Machen Sie Feierabend. Ruhen sich aus, bis Ihr Mann nach Hause kommt. Keine Ahnung. Boah.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, dieses ganze Schreien. Warum müssen die eigentlich so schreien? Das finde ich voll grausam. Was ist denn hier los? Wie lange habe ich denn nicht mehr in den Garten geguckt? So, fliegst du raus noch? Ja, sehr schön. Boah. Ich will jetzt mal Level 4 sein. Oh Gott, die sind alle voll durstig. Gott sei Dank haben wir hier nochmal reingeschaut, Mensch. Upsala. Ja, passt doch alles. Sieht alles gut aus. Da noch ein Spitzerchen und da noch ein Spitzerchen. Und hier noch einer. Okay. Schön. Ja, ja, jetzt bin ich natürlich schmutzig. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Schmutzig, schmutzig, schmutzig. Das erinnert mich an Carlos. Komm, wir gucken mal, ob Carlos zu Hause ist. Ja, du musst auch nicht immer fett durch den Garten laufen, wo jetzt alles matschig ist. Oder ist vielleicht auch zurzeit gar keiner zu Hause hier? Anklopfen. Irgendwer läuft da. Wer ist denn? Das ist Carlos. Komm mal her zur Tür. Ich will mal, mein Mann ist nicht da. Der ist gerade bei Susan. Jetzt, oh, Carlos. Nein, nicht Gabby. Ich wollte gleich zu Carlos. Hey, Zenobia, was ist los? Ich brauche deinen Rat. Ich versuche, meinen Ehemann davon zu überzeugen, mir eine Perlenkette zu kaufen. Aber ich habe kein Glück. Was soll ich tun? Oh, Zenobia. Wenn du wirklich etwas von einem Mann willst, musst du unter die Gürtellinie gehen, wenn du verstehst, was ich meine. Meistens ist dann ein Reißverschluss mit im Spiel. Das ist das Widerwärtigste, was ich je von dir gehört habe, und das will was heißen. Und ohne Mist jetzt mal. Also ich meine, nur wenn ich will eine Perlenkette und schlafe dafür mit meinem Mann. Ich schlafe mit meinem Mann, weil ich Bock oft drauf habe, mit meinem Mann zu schlafen. Also, naja. Du wolltest meine Meinung dazu und ich habe es dir gesagt. Wenn du eine bessere Idee hast, dann viel Glück. Ja, ich verführe jetzt deinen Mann. Mal schauen, ob der mir auch eine Perlenkette schenkt. Oh, nee, ich wollte nicht an den Kühlschrank. Nein, will ich auch nicht. Ich will... Hallo. Ich will einfach nur reingehen. Boah, ich will den Tisch hier. Und die Blumen. Und den Sessel. Und die Tapete. Carlos. Und meinst du, ich kann dich jetzt hier erstmal um... Boah, und mach die Stereoanlage aus. Oder mach irgendwas Tolles an. Klassische Musik. Oh, und den Tisch will ich auch. So. Dankeschön. Das ist doch viel, viel besser. Oh Gott, ich hoffe, ich kriege keinen Content-Hit. Wegen der Desperate Housewives-Musik, das wär's jetzt. Ist die Musik jetzt aus? Oh, hier auch, die Studie. Warum habe ich so ein... Okay, wo ist eigentlich Gabby? Die steht immer noch an der Tür. Willst du mich verarschen? Na gut, warum nicht? Dann werde ich jetzt mal deinen Ehemann küssen. Warum ist die Musik jetzt aus? Ja. Okay. Geheimnis. Was hast du denn für Geheimnisse? Wir haben Zeit noch. Mein Mann ist irgendwo. Hallo. Nett, dich wiederzusehen. Das habe ich mir auch gedacht. Warum lächelst du so, Carlos? Ich freue mich nur, dich zu sehen. Du freust dich? Ich habe das Gefühl, du bist eine authentische Person, Zenobia. Ich bin gerne mit solchen Menschen zusammen. Oh, Carlos, es schmeichelt mir so, mich mit dir zu unterhalten, weil das Gespräch mit dir läuft irgendwie ganz anders ab als mit meinem Mann. Der sorgt sich immer nur über irgendwelche komischen Baseballkarten. Wie nett, dass du das sagst.
Weißt du, ich mag es nicht, wenn Leute vorgeben, etwas zu sein, das sie nicht sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dich jemals verstellst. Das, was du gerade gesagt hast, erinnert mich an etwas. Willst du darüber sprechen? Es ist zu peinlich, darüber zu sprechen. Du musst dich von mir nicht schämen. Du verstehst mich nicht, Sonovia. Es ist peinlich. Oh, dann, also sag mir Bescheid, sobald du darüber reden willst. Ich glaube, wir brauchen eine bessere Beziehung. Danke für dein Verständnis, Sonovia. Wir reden ein anderes Mal weiter. Oder beziehungsweise oft ist es ja dann so, ja, nein, können wir mal ganz kurz quatschen jetzt? Wenn man dann einfach nochmal fragt. Aber wir könnten auch sein, dass wir eine bessere Beziehung brauchen. Ich meine, wir waren zwar schon mit ihm im Bett, aber das muss ja nichts heißen. Oh, ich höre die Musik noch. Nee, das sieht doch nicht gut aus hier. Freundschaft, Respekt. Ich bin bestimmt contented. La, la, schön. Das erinnert mich an einen Film. Quatsch, 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 Quatsch. Ich weiß gar nicht mal, wann wieder nach Hause kommt. Um 10 Uhr ist doch Schlafenszeit sowieso. Halt, dann müssen wir doch jetzt mal schnell noch verführen. Hallo, brauchst du etwas? Oh, Feuerwehr, Polizei, irgendwas ist draußen. Obwohl, Polizei wahrscheinlich nicht, weil ich habe sogar jetzt schon dieses neue Martinshorn gehört. Dieses amerikanische, ne? Das sollte ja eingesetzt werden. Habe ich jetzt echt letztens schon gehört. Jetzt, da du da bist, brauche ich nichts anderes mehr. Was kann ich für dich tun? Die richtige Frage müsste lauten, was kannst du mit mir machen? Sehr lustig. Aber du solltest aufpassen. Ich könnte auf falsche Gedanken kommen und glauben, du meinst es ernst. Boah, nochmal, Martinson. Ich denke, du hast schon den richtigen Gedanken. Du weißt, dass ich ein glücklich verheirateter Mann bin, oder? Carlos, ich bitte dich. Oh, Gabrielle ist eine verheiratete Frau, aber das hat sie und den Gärtner nicht abgehalten. Also, Zenobia, auf die Schiene solltest du jetzt nicht bei ihm gehen. Ich werde Gabrielle nichts sagen, wenn du Dave nichts sagst. Erwähne ihren Namen nicht noch einmal. Ich will nur dich. Jetzt gleich. Ja, Carlos, jetzt gleich. Oh Gott, Gabby ist sogar im Haus. Alter, das ist so dreist. Ah nein, wir sind zu mir gegangen. Ich hätte doch jetzt mal die lila Umwelt-Wäsche anziehen können. Es hätte so gut zu seinem Hemd gepasst. Nein, wir sind nicht bei mir. Das ist überhaupt nicht mein Zimmer. Das ist sein Zimmer. Irgendein komisches Zimmer war das. Offenbar war es nicht Oh, unsere. wow. Das war wirklich großartiger Sex. Du warst heute wirklich in Höchstform, Carlos. Es war sogar noch besser als letztes Mal. Wann immer du mich sehen willst, ich bin hier und warte auf dich. Sehr schön. Das merke ich mir, Carlos. Bis später. Wer läuft denn da? Andrew, hi. Oh, das ist irgendein komischer Andrew. Wer bist du? Ist das Brayden?